Wie zufrieden bist du denn aktuell mit dem Kader, den du jetzt Montag dann oder höher Pöl kommen die Spieler ja? Ich wollte gerade sagen, Montag jetzt nicht, aber ich glaube, dass wir aus meiner Sicht sehr gut sind, sehr gut aufgestellt sind, relativ weit sind, weiter als aus meiner Sicht in den Jahren zuvor. Wir wissen, auf welchen Positionen wir noch was machen wollen. Ich glaube, da sind wir sondern sind wir in der Arbeit, was hier aber auch nicht nur überall steht, sondern auch jeder weiß. Und sonst sind wir aus unserer Sicht sehr gut aufgestellt. Und ich bin wirklich mit dem, so wie wir im Moment dastehen, das ist ja wirklich der Anfang, zufrieden, und ich freue mich, dass es losgeht. Die Position, wo ihr noch dran seid, wie schnell soll oder kann das gehen? Nee, gar nicht soll und kann, können wir so oder so nicht sagen, weil es gibt ja im Fußball immer ganz, ganz viele Dinge, die dann dazwischen gelöst werden müssen, und deswegen setzen wir uns da auch keine Zeit. Wir sind aus meiner Sicht da sehr, sehr gut bei und auch gut vorbereitet, und jetzt hoffen wir mal, dass das auch alles gelingt, was wir uns dann auch vornehmen. Aber bisher sehe ich nichts, was uns daran hindert, weiter gut zu arbeiten. King hatte das Vertragsangebot bislang noch nicht angenommen. Ja. Ist sein Abgang jetzt definitiv oder ist da immer noch nachträgliche Einigung möglich? Das ist immer eine Einigung möglich. Wir machen ja keine Türen zu. Aber im Moment sieht es so aus, dass King uns verlässt. Aber deswegen, also nochmal, King hat ein Angebot von uns. Wir uns aber auch jetzt natürlich, und das ist auch ganz klar, auch dann kommuniziert, uns auch mit anderen Spielern beschäftigen, was ja auch normal ist. Und das tun wir jetzt, und dann lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommt. Als nach dem Abgang von Eldis Giri hat man sich jetzt mit Jakob Christensen für eine junge Lösung entschieden. Wird da eventuell noch eine Erfahrung für die 6 nachverpflichtet, oder sehen Sie Jakob Christensen schon so weit, dass er in absehbarer Zeit schon den Sprung schaffen kann? Ich glaube, wir diskutieren immer über, wir holen den Christensen ja nicht für Skiri, sondern wir holen ihn, weil wir ihn entwickeln wollen. Und wir haben den Lubi auf der 6, wir haben den Danny Hussein-Basic auf der 6, wir haben den Olesen auf der 6, und die haben sich aus meiner Sicht im letzten Jahr sehr, sehr gut alle entwickelt. Also stellt sich die Frage, weil wir keinen geholt haben, um irgendjemanden dann der für den, das machen wir nicht, sondern wir sind davon überzeugt, dass die Jungs, die wir geholt haben, uns auf lange Sicht, und das meine ich wirklich auf lange Sicht, einfach besser machen und dann auch im Kader breiter und auch mehr Möglichkeiten geben, und nicht er soll dann Skiri ersetzen. Ich bin mir relativ sicher, als Flacco vor 4 Jahren gekommen ist, bin ich mir relativ sicher, dass nicht alle Hurra geschrien haben. Jetzt schreien alle, warum geht er? Vor 4 Jahren hat ihn gar keiner gekannt, und das machen wir öfter. Und deswegen freuen wir uns, dass der Junge hier ist und dass wir ihn entwickeln wollen, aber nicht als Ersatz für Flacco, sondern einfach als einen Spieler, den wir hoffen, auf lange Sicht gut dahin zu bekommen, dass wir unsere Ziele dann dementsprechend auch verfolgen können. Luca Waldschmidt ist sicherlich einer der bekanntesten Neuzugänge vom Namen her. Hat ja auch schon einiges erreicht in seiner Karriere. Hatte jetzt aber ein schwieriges Jahr in Wolfsburg, oder eins, das ihn wahrscheinlich nicht zufriedengestellt hat. Was erwartest du von ihm? Weil viele sind der Meinung, dass ihr den Jungen wieder hinkriegen könnt. Das sind wir auch. Aber ich glaube, dass wir den Jungen gar nicht hinkriegen müssen, weil im Fußball gehört das dazu, dass du Phasen hast, wo du mehr spielst oder wo du weniger spielst. Und man darf sich ja auch mal den Kader in Wolfsburg angucken. Da ist es nicht so, dass du da einfach, hinkommst und einfach spielst, weil ich finde, das gehört zu einer Entwicklung eines Fußballers dazu. Die hatte ich, die hatten viele andere auch. Und er kommt ja hier nicht nach Köln, um dann zu sagen, er spielt, sondern hier musst du den Platz auch erarbeiten und erkämpfen. Und wir hoffen einfach, dass wir uns auch da mit ihm eine Möglichkeit gegeben haben, dann auch breiter uns aufzustellen, klarer aufzustellen, in der einen oder anderen Situation vielleicht auch mal was anderes zu machen. Und deswegen freuen wir uns ja nicht nur auf ihn, sondern ich würde mal sagen, Marc Uth ist ja auch wie ein Neuzugang. Wenn du ein Jahr komplett aus der Mannschaft raus bist und wieder beginnst, also da haben wir auf der vorderen Position meines Erachtens sehr, sehr viel Breite wieder gekriegt und eine höhere Qualität. Und deswegen hoffen wir, dass wir mit Luca dann auch in der einen oder anderen Situation noch mehr Lösungen haben, gerade im zentralen Bereich, weil unser Spiel ja doch schon sehr auf Flanken ausgelegt ist und wir schon wissen, wo wir vielleicht noch uns verbessern müssen, um noch mehr Torgefahr zu haben. Und deswegen freuen wir uns gerade auf ihn dann auch, vielleicht mehr Möglichkeiten zu haben. Und auch da steht der Weg erstmal, du musst erstmal den Weg in diese Mannschaft finden, und das gilt für alle. Und trotzdem sind wir uns relativ sicher, dass wir das gut hinkriegen. Benedikt Hollerbach, ich weiß natürlich auch, dass ihr mehrgeistig plant, was dann Neuzugänge angeht, das ist ja klar. Aber er ist natürlich ein Spieler gewesen, der jetzt im letzten Jahr in der dritten Liga gespielt hat, das weiß ich auch. Aber wart ihr ein bisschen sauer, dass es sich jetzt nicht ermöglichen ließ? Oder? Im Fußball sauer sein, weil irgendeiner nicht kommt, dann höre ich auf. Nein, alles gut. Also wir haben kann uns ja sein, dass er euch die Zusage gegeben hat und dann in die
Ja, aber das ist ja auch im Fußball normal. Also ich weiß jetzt nicht, also ich sag mal, wenn du mit einmal die Chance kriegst, Champions League zu spielen, das haben wir im letzten Sommer ja auch erlebt, dann gehen Leute von heute auf morgen, das gehört doch dazu. Wenn ich auf alle sauer sein sollte, die nicht bei uns spielen, dann bin ich ja nur noch sauer. Nein, er hat sich anders entschieden und das ist dann auch zu respektieren und da ist auch keiner sauer. Das ist dann so und das Leben geht dann weiter und ich bin mir relativ sicher, dass wir vorher schon unsere Hausaufgaben gemacht haben und vorher schon wissen, was wir wollen und auch das kann ich jedem sagen, wir arbeiten schon daran, dass wir dieses verkraften können und wir werden es auch verkraften. Alles aus meiner Sicht alles okay und da ist auch keiner sauer. Also ich glaube, so müssen wir gar nicht anfangen. Der Junge hat sich für einen anderen Verein entschieden und aus meiner Sicht für einen Verein, der sich in den letzten 4 Jahren enorm entwickelt hat. Schauen wir mal, ob es dann für ihn persönlich die richtige Entscheidung war. Aber hier wird nicht zusammenbrechen und hier wird auch keiner. Wir gehen schon unseren Weg, alles gut. Ich habe mit Marc noch gar nicht gesprochen. Kann ich wirklich nicht sagen. Also ich habe ihn jetzt noch gar nicht gesehen. Das, was ich weiß, ist, wir haben gerade zusammengesessen von Ose und von Max, dass die Übungen, die er gemacht hat, alle sehr, sehr gut sind, dass er keine Probleme mehr hat, dass er komplett ins Training einsteigen kann. Auch da müssen wir natürlich darauf achten, dass wir ihn nicht, wie soll ich sagen, überbelasten, weil ein Jahr raus ist nun mal ein Jahr raus. Aber auch da sieht es sehr, sehr gut aus und deswegen fühlen wir uns da auch, oder gehe ich davon aus, dass er sehr glücklich sein wird, dass er nach langem dann wirklich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Aber werden wir am Montag sehen, mit wie viel Lächeln er auf dem Platz ist. Spieler aus dem Nachwuchs, mit dem Sie gerne zusammengearbeitet hätten, bei dem Sie gesagt haben, wenn man mich lässt, dann mache ich den zum Bundesligaspiel. Mhm. Justin Diehl hat sich dagegen entschieden. Wie denken Sie über diesen Fall? Auch das ist so, wo ich sage, also wenn es irgendeiner glaubt, dass ich in meiner Kammer sitze und weine, also ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute sportliche Perspektive gegeben haben und man hat sich entschieden, diese sportliche Perspektive über einen längeren Zeitraum nicht mit dem FC zu gehen. Das ist auch aus meiner Sicht zu respektieren und zu akzeptieren. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auch zu akzeptieren und zu respektieren, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, dass er einfach kein Mitglied der ersten Bundesligamannschaft ist. Aber wir brauchen ja über das Talent von Justin nicht reden. Das ist ein Riesenfußballer, wird auch ein Riesenfußballer. Wir werden ihn nicht verhindern, will auch keiner. Er wird es nur nicht beim FC. Und das ist dann halt so. Und auch da bin ich mir relativ sicher, dass morgen die Sonne wieder scheinen wird und das Leben auch weitergehen wird für uns und für ihn auch. Das kann nicht mein Thema sein, weil ich bin dann wirklich Trainer und ich bin Trainer gerne und ich weiß, was ich wirklich kann. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass ich das hinbekommen hätte, mit ihm eine gute Arbeit zu machen und ihn dann vielleicht auch besser. Aber es ist dann halt nicht so. Und ob dann einer gut beraten ist oder nicht, also bitte seid mir nicht böse, das muss ja jeder für sich sehen. Also ich habe mit 18 auch nicht alles richtig gemacht, aber bestimmt auch nicht alles falsch. Also wie gesagt, der Junge hat sich dafür entschieden und das hat er dem Verein auch mitgeteilt, dass er im nächsten Jahr den Verein verlassen möchte und das finde ich, sollten wir respektieren, müssen wir auch respektieren, aber ich glaube, wir hatten ja schon mal ein Beispiel, uns kann zumindest keiner sagen, dass wir uns nicht bemüht haben, weil das haben wir uns wirklich und ich hätte ihn gerne in meiner Mannschaft und ich hätte ihn gerne auch vielleicht einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass er ein Bundesligaspieler wird, jetzt ist es nicht so und glauben Sie mir, auch ich kann dann trotzdem gut schlafen. Steffen, Marvin Obus war heute Vormittag beim Medical, bei Rot-Weiß Essen, wird da vor einem Jahr ausgeliehen. Ihr habt den Vertrag mit ihm vorzeitig verlängert. Kannst du vielleicht nochmal die Pläne mit Marvin so ein bisschen erklären? Und ich glaube, Marvin hat es verstanden, dass es wichtig ist zu spielen, dass es nicht entscheidend ist, ob du im Kader der ersten Mannschaft trainierst, sondern dass es wichtig ist, dass er Spielpraxis kriegt. Das ist ihm im letzten Jahr in Kiel nicht so gelungen, wie wir uns das alle vorgestellt haben, was aus meiner Sicht auch zu einer Entwicklung dazugehört. Und jetzt hoffen wir einfach, dass er in Essen dann im Männerbereich, und das wird eine große Herausforderung, auch von den Emotionen her, einfach den nächsten Schritt macht, weil wir trauen ihm das zu, einfach ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler zu werden. Und das heißt auch nicht, dass du es mit 18 sein musst, sondern dass du einfach einen Weg gehen musst und du musst vielleicht auch, um wirklich ein Guter zu werden, den einen oder anderen Stein beiseite räumen. Und deswegen freuen wir uns, dass er die Herausforderung in Essen angenommen hat und hoffen auch, dass er dann wirklich im nächsten Jahr gestärkt zu uns kommt, um dann wirklich auch ein Faktor zu werden, weil das sieht man ja auch an der Verlängerung, wir schreiben die Jungs ja nicht ab. Heute ist erst der allererste Tag, das ist mir schon klar, aber euer langjähriger Kapitän hat bekanntlich die Karriere beendet. Wann triffst du da die Entscheidung, was die Kapitänsfrage angeht? Oder hast du sie sogar schon gefällt? Nee, das dauert. Also jetzt sollen sich die Jungs erstmal kennenlernen. Also nochmal, wir fangen am Montag an, da fehlen die ganzen Nationalspieler, da fehlen, wir haben es gerade nochmal durchgegangen, 8 Leute. Das heißt im Trainingslager dann auch erst zum Sonntag werden alle wirklich da sein. Entschuldigung. Und bis dahin werden wir so oder so nichts treffen. Und wie gesagt, es standen ja der ein oder andere Favorit, stand ja drin, also das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, wenn Spieler über einen langen Zeitraum sehr gute Leistungen bringen und auch sehr dicht an dieser Position und Funktion dran sind,
dann wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass es einer von denen ist. Außerdem, sagen wir, so geheimnisvoll sind wir ja nicht. Also alles gut. Und trotzdem lassen wir die Jungs sich erstmal kennenlernen, gucken wir mal, wie die Vorbereitung läuft. Und ich glaube, wir haben alle erlebt, dass im Fußball eine ganze Menge verschiedene Sachen manchmal dahin laufen, wo wir es gar nicht glauben. Und deswegen gehen wir das alles mal in Ruhe an. Wie sieht es bei Jan Thielmann aus? Wann kannst du den erwarten? Ganz spät. Jan hat eine Verletzung. Wie gesagt, das ist, glaube ich, das, was uns am meisten dann wirklich auch traurig stimmt. Hat sich sehr, sehr... Und ein großes Ziel für ihn war, dann wirklich auch die Meisterschaft zu spielen mit der Nationalmannschaft. Und wenn du das dann nicht spielen kannst, und dann noch wirklich dann am Tag, bevor es losgeht, dann dich wirklich verletzt und dann auch wieder so, dann können wir uns schon vorstellen, was in dem Jungen losgeht. Und auch da wissen wir, dass Jan vom Kopf her ein Typ ist, der sich da wieder rausarbeitet, auch mit uns gemeinsam. Aber da rechnet auch keiner, wie soll ich sagen, ob ich jetzt September oder Oktober sage, das wird auf jeden Fall dauern. Aber wir sind davon fest überzeugt, er kommt auf jeden Fall wieder. Und dann wollen wir hoffen, dass er nächstes Jahr, geht ja leider auch nicht, haben sich ja gar nicht qualifiziert, weil Olympia war auch noch so ein Thema für ihn, aber das fällt aus. Dann können wir zumindest davon ausgehen, dass er sich im nächsten Sommer nicht verletzen wird bei der Nationalmannschaft. Also du rechnest erst im Herbst mit ihm? Ja, definitiv. Ja, alles andere ist ja Quatsch. Also er hat ja eine Verletzung, die halt nicht schneller geht. Ja, wir kennen ja die genaue Diagnose. Das macht nichts. Wir rechnen im September, Oktober mit ihm. Also es wird dauern. Wenn man jetzt den Thielmann sieht, Benedikt Tollerbach, Sie haben rechts hinten Kingsley Schindler schon erwähnt, dass sich der FC umschaut. Auf welchen Positionen sucht der FC denn jetzt tatsächlich diesen Sommer? Also ich glaube, eine der wichtigsten Personalien ist einfach die Position des zweiten Torwarts. Das ist das Wichtigste und alle anderen Positionen haben wir ja gerade gesagt. Offensive Außen und eine rechte Außenbahn, dass wir da aus meiner Sicht auch gut aufgestellt sind. Aber das sind keine Geheimnisse, sondern ich glaube, das liegt klar auf der Hand und das ist es dann auch. Ist es schwierig, eine Nummer 2 zu finden, die einerseits so gut ist, dass sie im Notfall spielen kann, aber jetzt andererseits, Marvin Schwerdes Vertrag wurde ja langfristig verlängert, dann doch keine reelle Chance auf Einsatzzeiten hat, wenn Marvin Schwerdes nicht verlängert? Also nochmal, ein Torwart hat immer ein Problem, wenn du hinter der Nummer 1 ist, da kann ich erzählen, was ich will und einen Zweikampf ausrufen oder weiß ich was. Wir haben mit Marvin Schwebe eine klare Nummer 1 und da bleibt auch die Nummer 1. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir innerhalb von 3 Wochen einen finden, der Marvin verdrängt. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern wir haben ein ganz klares Profil, wie wir uns das vorstellen damit sind wir auch, gehen wir sehr offen und sehr klar um. Und deswegen glaube ich auch, dass alle Gespräche, die wir mit Torhütern führen, genau in die Richtung gehen. Und wir sind davon überzeugt, dass wir jemanden finden können. Aber, und das ist auch klar, ich habe ganz viele Namen gelesen, wer irgendwo alles noch im, ne, wenn man solche Namen schreibt, schon bedenken, wie spielen wir Fußball, wie stellen wir uns das ganze Prozedere vor, da fallen schon, glaube ich, dann mindestens einige Namen wieder raus. Und deswegen sind wir da auf der Suche und sind wirklich auf der Suche und wissen nicht genau, in welche Richtung das geht, das muss man schon sagen. Aber ist auch nicht dramatisch, also wie gesagt, aber es geht ganz klar darum, keinen zu holen, wo wir sagen, der Marvin... Ja, sondern es geht ganz klar darum, Marvin ist die Nummer 1. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn wir jetzt jemanden suchen, der Marvin als Nummer 1 ablöst, so viel Kohle haben wir gar nicht. Also bleiben wir dabei, wir suchen eine Nummer 2 und dann gucken wir mal. Wie